Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben heute Montag, 20 nach 1 und ich bin gerade erst durch die Tür rein. Ich hatte ja heute einen Termin beim Orthopäden, dafür musste ich nach Uelzen fahren. Und zwar tatsächlich zum Krankenhaus, denn die Praxis ist jetzt ab Anfang Januar nicht mehr da. Also die das Firsa MVZ ist nicht mehr da, wo es immer war, an der Försterklinik, die gibt es ja auch nicht mehr, sondern am Krankenhaus, am Helios Krankenhaus, genau. Und da muss man hin und ich musste, es waren wirklich 3 Minuten über diese kostenlose halbe Stunde, die man da auf dem Krankenhausparkplatz parken kann, kostenlos. Ich musste 1 Euro für 3 Minuten parken bezahlen. Ne, wäre alles in diese halbe Stunde gegangen, ne, wäre ich da schon raus. Nein, genau 3 Minuten länger und ich musste dann tatsächlich... Naja, ist ja auch egal, das ist eben nur ganz doof. Die sind da ganz gut zwar untergebracht, die da jetzt am Krankenhaus, weil die Ärzte operieren ja auch im Krankenhaus, die jetzt in der Praxis sind, aber andererseits ist es kein Praxisparkplatz mehr vorhanden. Ja, wurscht. Ich war hinterher, was beim Arzt jetzt gemacht oder gesagt wurde, erzähle ich euch später. Ich war jetzt kurz noch bei Lidl und wenn ich schon direkt da auf dem Parkplatz war, ne, bei Lidl, da ist direkt daneben Action. Aber bei Action sind es wirklich nur ein paar Kleinigkeiten geworden. Ich zeige euch, bei Lidl ist auch nicht viel. Das ist eigentlich nur, hier Moment, diese Kiste und dann die Joghurts hier. Achso, die Eimer noch, genau. Das ist auch alles. Und hinten im Anbauch habe ich eine Palette Milch gelassen und ein paar 6er-Träger Wasser. Das ist dann, ja, so viel war das nicht. Was ich jetzt gekauft habe, erzähle ich euch und zeige. Ich habe nämlich die Familie angeschrieben, die Familiengruppe. Ich bin bei Lidl, wir brauchen Brot, was noch? Von Krischi kam Vanillepudding und von Papa kam Joghurt und Milch. Jo, es ist tatsächlich auch Joghurt, Milch, Vanillepudding geworden und ein paar Kleinigkeiten mehr. Ich zeige es euch einfach mal. Ja, Brot, weswegen ich unbedingt hin musste, habe ich mitgebracht. Dann Milch, wie gesagt, hinten Vanillepudding. Ich habe für meinen Sohn, der isst nur Vanillepudding, so einen lockeren Sahne-Soft-Vanille-Pudding. Ja, also schmeckt ihm super, er mag den sehr gerne. Eine Schoko-Variante davon, aber wirklich nur einmal. Und dann Joghurt. Es sind gerade im Angebot die von Frub. Ich habe davon 6 Stück. Na, also hier... Die Zitrone schmeckt sehr gut, mag ich tatsächlich. Esse ich auch mal ab und zu. Und dann habe ich noch so ein Kästchen, 12 Stück drin. Joghurt mit der Ecke. Ja, ganz normale Sorten. Erdbeer, Kirsche, aber auch Rhabarber und Erdbeer-Orangen. Ne, also das für Dirk und Easy, die mögen das sehr gerne. Zur Arbeit einfach mal mitnehmen. Passte sich. Die haben letzte Woche was mitgebracht und schon alles weg. So, was ist das jetzt noch alles geworden? Also, ich habe gestern online Masken bestellt, aber wir haben wirklich nur noch eine da liegen. Also für 49 Cent das Stück habe ich ein paar Stücke, sind fünf mitgenommen, damit wir bis die ankommen, die Masken, die sollten... übermorgen oder irgendwie sowas jetzt geliefert werden, dass die Familie was hat, weil Rachel muss in der Schule auch welche tragen. Ich habe 2-mal Schmelzkäse cremig leicht mitgenommen, 1-mal Butter, ganz normale, dann Branchkräuter ist gerade im Angebot für nur 99 Cent, Isabel mag gerne Kräuter, Dirk auch, dann habe ich Crefé Paprika Chili, das ist immer zum Kochen, ne? So ein Frischkäse. Dann habe ich Buttermilch, 2 Flaschen. Vielleicht trinke ich gleich einfach eine. Ich habe irgendwie keinen Hunger. 1-mal
Auflaufkäse. Und dann gab es gratis eine davon mit der App. Und eine habe ich nachgekauft. Ich habe ja was verbraucht in letzter Zeit. Genau, dann habe ich einmal Backpulver und einmal Hefe mitgenommen. Irgendwie geht das ziemlich schnell weg in letzter Zeit. Babybel. Easy Schneezy und Fischi, also Christian, die mögen das total gerne. Dann habe ich hier so eine Peperoni-Mix mitgebracht. Also, die Bürste habe ich gesehen und dachte, probieren wir mal aus, ob das damit, ja, das ist zum Abspülen, Abwaschen, Geschirrspülen. So eine Bürste mitgenommen. Dann auch gerade im Angebot für meine Männer. Ich habe ja hier jede Menge davon. Ne? Wird immer wieder gefragt, weil die verbrauchen ja natürlich einiges. Duschgel. Das ist aber, ist das jetzt 3 in 1? Also auch Duschgel und Shampoo. Also werden die sich freuen. Für mich habe ich Halak mitgenommen. So. Ist ja fast schon auch wirklich durch. Einmal Toast, den ganz normalen. Einmal Deo, war auch gerade im Angebot. So. Äpfel, ich habe Raffis grüne Äpfel und dann Ambrosia, die sind wirklich auch sehr, sehr lecker. Das geht bei uns sehr gut weg. Dirk nimmt immer zur Arbeit welche mit, Isabel auch und Raffel snackt auch tagsüber die ganze Zeit immer wieder mal einen Apfel. Rindergulasch habe ich 2 Packungen gekauft. Das friere ich ein, weil heute werde ich nicht kochen. Oder ich lasse das liegen und mache morgen. Ich lasse das liegen im Kühlschrank und mache morgen was damit. Wir haben schon sehr lange keinen Gulasch oder sowas gehabt. Ja, was habe ich noch mitgenommen? 2 Säfte. Einmal hohes C plus Sonnenvitamin D, Orange Maracuja Kaki und einmal Multivitamin. Das habe ich jetzt auch noch mit eingebracht. Und dann fand ich diese beiden Eimerchen einfach nur süß. Guckt euch das an. Hier ist eine Waschmaschine drauf und hier sind Wäscheklammern. Genau dafür sind die auch gedacht. Der eine wird für Wäscheklammern sein und der andere wird für Waschpulver. Genau. Und dann habe ich auch gerade günstiger oder gratis? Günstiger Gemüse gekauft. Also Erbsen einmal und, also gefrorenes, ne? Einmal Brokkoli. Jetzt ist es irgendwie, ich finde, Brokkoli muss man immer gefroren da haben. Oder ich möchte das immer da haben, wenn man mal eine Soße oder Suppe oder so machen will. Denn so einen frischen Brokkoli kann man nicht so lange lagern. Dann wird er gelb und so, das gefällt mir. Ja, das war jetzt die Kiste mit Lidl-Sachen. Und dann, ich habe euch gar nicht erzählt, vor ein paar Tagen. Raffi, wann habe ich oben sauber gemacht? Donnerstag, ne? Weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall, ich war oben, Raffi eierte hier unten rum. Und dann höre ich ihn rufen, Mama, das Bild ist aber schön, kann ich es in mein Zimmer haben? Ich wusste, welches er meint. Er hat hier im Flur gestanden und hat eins der Bilder abgenommen. Ich sage, nein, kannst du nicht, häng's wieder hin. Hat er gemacht. Später abends sitze ich am Computer, der Schatzel sitzt im Wohnzimmer, die Kinder sind alle oben und dann hören wir das nur noch scheppern, ich hier im Flur. Ich wusste sofort, Raffi hat das Bild nicht richtig aufgehängt und irgendwann mal im Laufe der Zeit ist es runtergefallen. Eins von diesen schönen schwarz umrandeten Bildern, ich weiß gar nicht mehr, woher ich die habe, ich glaube, die hat mir jemand geschenkt, ist jetzt kaputt. Ich war so sauer, ich sag, du hättest richtig aufhängen können. Ne? Jetzt ist das Rahmen ist natürlich komplett auseinandergebrochen, das war Glas, ne? Bilderrahmen. Alles ist kaputt. Ja, also war ich bei Action heute. Ich dachte erstmal vielleicht nur Rahmen kaufen, aber irgendwie habe ich vorhin zu Hause nicht ausgemessen. Ich habe mir gedacht, ich habe jetzt nicht nur Rahmen gekauft, ich habe gleich 2 von der Größe ähnliche Bilder. Ja, setze ich das andere jetzt auf der anderen Seite von also die Wand da auch. Mal was Neues.
Also ich habe jetzt dieses hier mitgenommen. Also mir gefällt es. Ne? Also das ist nämlich mit LED-Lichtern. Irgendwas davon leuchtet. Es sind hinten hier auch, ne, man sieht das, Batteriefach. Ja, das soll leuchten. Ich bin gespannt. Ralf und ich, wir hängen das gleich auf. Und dann habe ich noch so eins mitgenommen. Also ich finde das, ja, sieht gut aus. Passt von der Größe, von den Farben. Also wird das einfach jetzt im Flur aufgehängt. Und ich werde das dann abends immer wieder anmachen. Ja, und dann habe ich bei Action noch, Easy hat letztens, gestern, so einen Schwamm gesucht. Wir hatten keins mehr auf Vorrat. Habe ich jetzt diese zwei Schwämme gekauft. Die kosten, glaube ich, auch nur 59 Cent oder so bei Action. Dann habe ich diesen Muskelpflaster, zwei Stück, die sind da auch günstiger. Mal gucken, ob die was bringen. Und dann für meinen Brita-Filter die Kartuschen. Dann habe ich wieder Müllsäcke mit Lavendel-Duft. Also ich mag das total gerne. Dann habe ich dann zweimal. Einmal für die Toilette. Muss ich oben hinlegen. Ich glaube, oben haben sie nichts mehr, die Kinder. So zum Schnellputzen, ne, so feuchte Toilettentücher. WC-Reinigungstücher, nicht jetzt, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Bar. Und hier habe ich einfach so nach Apfel duftende Allzweck, feuchte Allzwecktücher. Ja, und für meinen Mann, ich muss nämlich ein paar von seinen Unterhosen wegschmeißen, habe ich jetzt hier so einen Doppelpack Boxershorts gekauft. Ja, das ist auch alles. Mehr ist das nicht geworden. Also es war ja auch nicht so ganz geplant mit dem Einkaufen. Ich wollte eigentlich nur Brot haben. Ne? Und dann hat die Familie das und dies geschrieben. Und ich habe dann dies und jenes noch gesehen. Also habe ich das mitgenommen. Aber es ist wirklich ziemlich übersichtlich. Ne? Also das ist jetzt nur das hier auf dem Tisch. Ich denke, so viel ist das nicht. Ich werde ja gucken, was ich Mittwoch, ich muss am Mittwoch so oder so 1,5 Stunden irgendwo rumbringen, während Ralfi sein Training hat. Ja, und deswegen habe ich heute nur das, was wirklich jetzt übers Wochenende zu Ende gegangen ist, wie Brot und Joghurt und Milch, mitgenommen. Zum großen Teil. Ja, ich räume das jetzt ganz schnell weg. Kochen muss ich heute nicht. Ich habe noch Suppe von gestern. Aber ich nehme euch einfach mal so durch den Tag, durch den Nachmittag mit, was wir hier so alles machen. Aber als erstes muss ich jetzt das gefrorene Gemüse wegräumen. Und danach erzähle ich euch, wie es beim Orthopäden war. So, ihr Lieben, die Sachen sind verräumt. Ob das meiste, was kalt ist. Ich hänge jetzt hier nebenbei noch die Wäsche auf. Die habe ich maschinenhalber nämlich vorher angestellt, bevor ich weggefahren bin. Dann konnte die schon mal fertig werden. Ja, wie war es denn jetzt beim Orthopäden? Also ihr seht, ich bin hier gerade etwas, naja, geknickt kann man nicht sagen. Ich habe mit keinem Wunder gerechnet, das ist schon mal klar. Ja, ich bin dann zum Arzt. Das hat alles heute wirklich etwas mehr als eine halbe Stunde insgesamt gedauert. Und er meinte, ja, was kann ich für dich tun und so weiter und so fort. Ich habe ihm erzählt, das und dies. Die erste Frage kam dann, wie viel wiegen Sie? Ich sag, ja, so und so viel. Guckte mich jetzt mal so an, als ob er mir nicht glauben würde, ne? Als ob ich jetzt, keine Ahnung, 20 Kilo unterschlagen hätte. Ich weiß nicht, was er gedacht hat. Ich sag, ja, ich habe mich jetzt seit ein paar Wochen nicht mehr auf die Waage gestellt, aber ich glaube nicht, dass es großartig sich verändert hat. Ne, und der letzte Stand war halt so und so viel. Wie groß sind sie? Also die üblichen Fragen. Ne? Ich sage ja dann so und so groß. Und dann guckt er mich so an. Ja, das ist nur... Ich weiß, dass es so viel ist, aber ich habe es jetzt nicht einfach so mal zugenommen, indem ich gesagt habe, ach, packen wir mal jetzt einfach mal 20 Kilo drauf. Ich habe in einem Jahr jetzt ganz viel zugenommen durch die Krankheiten, also wodurch ich vorher so viel abgenommen habe, während es so schlimm akut war. Jetzt hatte ich Cortison längere Zeit genommen.
Das hat sich dann jetzt gezeigt. Und der meinte dann, ja, was haben Sie denn? Dann habe ich ihm erzählt, ne, dass ich jetzt Psoriasisarthritis habe und eben diese chronische Pankreatitis und alles. Dann meinte er, ach ja, dann haben Sie bestimmt auch mal Wasser im Bauch und so. Ja, klar, habe ich natürlich. Und dann meinte er, ja, ups, Telefon. Ja, dann meinte er nur, ja, Sie haben ja, ja kein gutes Los gezogen, so, ja, das weiß ich. Habe ich mir aber nicht ausgesucht. Ne? Er meinte, oh, ja, aber der hat dann mich angeguckt und hier gedrückt und da geklopft. Logischerweise tut alles weh, ist klar. Ne? Die Schulter, ich habe ja auch das mit der Schulter erzählt, ne? Gesagt, dass das nicht besser wird, obwohl ne, seit März habe ich ja diese Entzündung in der Schulter. Ja, das Ende vom Lied. Ich habe jetzt übermorgen Termin zum Röntgen. Früher hat die Praxis auch geröntgt, aber jetzt sind sie ja gerade erst umgezogen, sodass noch nicht alles eingerichtet ist. Ja, muss ich in eine andere, also richtig zum Radiologen in die Praxis. Aber das geht jetzt schnell. Ich habe Mittwoch schon Termin und nächste Woche gerade eben alles rumtelefoniert. Gleich auch am Dienstag dann Termin nochmal beim Orthopäden. Genau. Ja, und was meinte er noch? Ich habe einen richtigen Rundrücken, also das ist auch nichts Neues. Den habe ich schon eigentlich ziemlich lange, so gut ja, wie immer, seit ich, ja, hatte ich schon mit 16 angefangen, das irgendwie zu bekommen. Was hat er gesagt? Ich muss unbedingt trainieren. 2-3 Mal die Woche für mindestens halbe Stunde, 3/4 Stunde und nicht jetzt nur zu Hause hier ein paar Übungen machen, sondern ich soll entweder mir irgendwie so ein Therapiezentrum suchen oder halt ein Fitnessstudio, wo man das machen kann, so einen richtigen Rücken, was hat er gesagt denn, Rücken, Schultern, Brust, Muskeln und Bauch, damit ich wieder, naja, meine Muskeln sind da alle viel zu schwach und ich bin eben zu viel, ne, für die Muskeln und so weiter. Ich sag, und wo gibt's sowas? Ich habe bei uns nur unseren Physiotherapeuten, der auch ein paar Geräte hat. Da muss ich nochmal mit Christoph oder so sprechen, was der sagt, ob ich da bei ihm. Aber das kostet alles viel Geld. Er hat dann auch gemeint, so eine Kiesel oder so Kiesel, irgendwie so ein, wie Kieselsteine meint er, Therapie. Die gibt es in Lüneburg. Soll eine sehr gute Sache sein. Und ich fahre jetzt fast 40 Kilometer hier Richtung, 3-mal die Woche, um da jetzt halbe bis dreiviertel Stunde irgendwo zu trainieren, oder wie? Geld habe ich auch noch nicht angefangen zu malen, ne, oder selber zu drucken. Er meinte, ja, es ist halt, ne, wenn man so ländlich wohnt, nicht so einfach. Also, klar ist es nicht so einfach. Also auf jeden Fall, ich soll trainieren. Ich soll abnehmen, wie auch immer, das weiß ich auch nicht. Ich habe mir die Kilos nicht angefressen. Ne, wenn es nur an der Ernährung liegen würde, wäre es nicht so ein großes Problem, das jetzt alles loszuwerden. Naja, das ist erstmal so. Also wir sind jetzt erstmal verblieben, dass ich zum Röntgen gehe. Ne, von dem unteren Rückenbereich. Und dann gucken wir, was da ja, sich zeigt.
geblieben. Ich habe ein bisschen Haushalt erledigt. Rashi hat mir geholfen. Er hat Müll, Kompost, Holz. Noch alles. Bei den Bildern. Und zeige ich euch nachher aus der Nähe, wie die mit Beleuchtung aussehen. Ja, wir haben einiges gemacht. Jetzt, ja, kochen muss ich nicht. Ich schnippel gleich nur noch ein paar Würstchen zusätzlich und schmeiß die einfach in die Suppe von gestern. Da ist noch genug da. Aber ich dachte mir, ich backe was. Ich habe nämlich ein paar Äpfel, die weg mussten. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache was, was die Family mit auf die Arbeit nehmen kann. Weil ich weiß, dass Dirk zum Beispiel und Isabel total gerne Apfelkuchen essen. Ja, und das zu, mal Abwechslung zum Brot und so, dass sie auch mal Eis mit, Kuchen, Apfelkuchen. Eis, ich habe vorhin daran gedacht, man kann es nachher warm mit, zum Nachtisch mit einer Kugel Eis essen. Genau, das können die auch gleich machen. Ich denke mir gerade wieder was aus. Ist ganz einfach, hat meine Mama auch ähnlich schon früher gemacht, nur mit Schmand. Ich zeige euch einfach mal, was ich mir so gedacht habe. Also die Äpfel habe ich schon geschnitten und mit Zitronensaft beträufelt. Ich nehme jetzt 2 Becher Joghurt. Ganz einfacher, purer Joghurt. Super. Einfach mal sind das dann 300 Gramm, weil ja, ein Becher hat 150, soweit ich weiß. So, dann habe ich hier 200 Gramm Zucker und ich nehme 3, weil es so kleine Eier sind. Das sind wirklich winzig kleine Eier, deswegen 3. Normalerweise reichen, wenn es vernünftige Eier sind, 2 Stück. Dann möchte ich ein bisschen Zimt mit dazu geben. Ich werde gleich noch über die Äpfel auch ein bisschen Zimt drüber geben. Ach so, da. Jetzt verrühre ich einfach mal erstmal das, was schon drin ist. Ja, und hier habe ich 100 Milliliter Öl. Das gieße ich jetzt einfach auch rein. Es geht auch mit geschmolzener Margarine oder Butter. Wunderbar auch, aber ich nehme jetzt hier Öl. Und hier habe ich 250 Gramm Mehl und ein Tütchen Backpulver. Das ist auch alles, also mehr kommt nicht in den Teig. So. Und rein. Wenn es nicht zimtig genug ist, kann man noch ein bisschen mehr Zimt reingeben. Ja, jetzt einfach nur verrühren. Und das ist auch alles fürs Erste. Ich habe mir gedacht, ich gebe noch ein bisschen gehackte Mandel. Ich wollte eigentlich oben drauf auf den Kuchen Mandelblättchen drauf machen. Aber ich glaube nicht, ich habe keine gefunden, ich habe keine mehr da. So, ich gebe einen Teil jetzt von dem gehackten Mandel schon in den Teig rein. So, so schaut der Teig jetzt aus. Und hier, na das nicht, hier habe ich 3 große Äpfel geschnitten und mit Zitronensaft beträufelt. Also jetzt wollte ich über die Äpfel eigentlich Zimt drüber geben. Naja, egal. Einfach mal in den Teig und gut umrühren. So sieht's aus. Mehr Apfel als Teig, ist aber genau richtig so. Und dann nehmen wir egal welche. Ich habe jetzt hier die Blechform und verteile das Ganze einfach mal hier drauf. So, und jetzt wollte ich eigentlich noch ein bisschen mit den, ja, Mandelstiften eigentlich
meine Mandelblättchen. Ja, jetzt nehmen wir die gehackten. Und dann wollte ich, aber das wird vielleicht zu viel, oder? Ich wollte das eigentlich so hier noch drauf verteilen. Aber das wird zu viel Apfel, glaube ich. Ja, irgendwie so. So sieht der Kuchen jetzt aus. Und den schiebe ich in den Backofen. Bei, ja, so 190 Grad. Ich nehme mal an, halbe Stunde auf jeden Fall. Immer mal gucken. Aber das ist jetzt so auf die Schnelle mein Nachtisch. Äpfelverwertung. Kuchen. Ach ja. Ja, der geht gleich in den Ofen. Ich wollte euch vorhin noch was erzählen. Der Kleine hat sich vorhin gemeldet, dass ich noch unterwegs war. Der hatte, was hat er, Mathe, Wirtschaft und Englisch, Zweier bekommen. Und vorhin kam er von der Schule und meinte, seine Lehrerin will, glaube ich, glaubt er, oder sie hat es ihm gesagt auch, unbedingt, dass er aufs Gymnasium wechselt. Der ist auf Realschule. Er hätte aufs Gymnasium gekonnt, er wollte aber nicht. Also haben wir ihn auf Realschule gehen lassen. Er will auch, er sagt, nee, er will da jetzt erstmal nicht hin. Sollte er immer noch nach der 10. Klasse sagen, jetzt doch, kann er ja gerne machen. Aber jetzt zwischendurch wechseln will er auf keinen Fall. Aber es ist doch schon cool, oder? Ich bin gerade so stolz, dass die Lehrerin sagt, und nicht nur sie, einige andere auch von anderen Fächern, ne, das war jetzt eine Klassenlehrerin, die das so überbracht hat, dass sie es ja, befürworten würde, wenn er auf Gymnasium wechselt. Ich bin so stolz. Naja, wollte ich doch ein bisschen prallen erzählen. Nicht nur immer heulen und meckern. Ja, ich schmeiße jetzt den Kuchen in den Backofen und mache mich mal an die Suppe. Also da muss ja, wie gesagt, nur Würstchen ein paar noch geschnitten werden und aufgewärmt. Das war es dann vom Kochen von mir heute. Deswegen habe ich jetzt den Kuchen mitgemacht, Haushalt und so weiter. Und jo, genau. Also ich wollte euch das, die Bilder zeigen. Ich zeige euch jetzt erstmal die Bilder. Ja, guckt euch das an. Das sind jetzt die Bilder. Ich habe jetzt schon angemacht. Man sieht das Flackern. Ich mache gleich das Licht aus. Das ist das zweite Bild. Also ich finde die schön, passen irgendwie auch. Und jetzt mache ich das Licht aus. Zack. Ist das nicht schön? Also mir gefällt das. Mit flackernden Kerzen. Bin gespannt auf eure Meinung. So schaut der Kuchen aus. Guckt euch das an. Super schnell und es duftet richtig schön nach Äpfel und Zimt. Also ich bin sehr zufrieden. Wenn er jetzt auch noch schmeckt, freut es mich. So, ihr Lieben, das ist jetzt der Kuchen. Ich finde, der sieht richtig lecker aus. Mit Äpfel und so. Der ist noch warm, den werde ich jetzt einfach mal meiner Familie zum Nachtisch anbieten mit Vanilleeis oder Vanillesoße oder irgendwie einfach auch noch so. Da, der Teig ist etwas dunkler geworden, weil da Zimt drin ist. Gefällt mir aber auch sehr gut. Ich werde jetzt aber an dieser Stelle mich von euch verabschieden und ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann wie immer Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss, ihr Lieben.